ich begrüße Sie ganz herzlich auf der WKWIT-Bühne auf der Embedded World 2024. Ich werde jetzt zu dem Thema industrielle Kommunikation durch die nächsten eineinhalb Stunden führen. Mein Name ist Andreas Knoll. Ich bin in der Redaktion des Cluster Electronics der WK Fachmedien für Industrie 4.0, Industrial Internet of Things und industrielle Kommunikation unter anderem zuständig. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt meinen ersten Gast, Herrn Klaus-Dieter Walter. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens SSV Software Systems. Und das Interviewthema mit ihm für die nächste Viertelstunde ist Wireless IoT Anwendungsentwicklung. Bevor wir uns mit der Anwendungsentwicklung im engeren Sinne beschäftigen, müssen wir erstmal klären als erste Frage, welche Voraussetzungen müssen drahtlose IoT-Anwendungen erfüllen? Herr Knoll, zunächst mal möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ich bin gerne hier und beantworte Ihnen gerne diese Frage. Dankeschön. Die Frage an sich hat natürlich schon einen gewissen Kontext. Die Voraussetzungen hängen ja zum einen sehr stark vom Marktumfeld ab. Also mit anderen Worten, ich gehe immer davon aus, dass der Hintergrund dieser Frage auch ist, was wird nachgefragt, was sind die Bedürfnisse des Marktes, und dann ist eben auf jeden Fall der zweite Aspekt, was ist technisch machbar, weil nachgefragt kann das eine werden, technisch machbar ist das andere dann aber vielleicht nicht, und dann kriegt man da halt kein Match hin. Zunächst mal muss ich sagen, aus meiner Sicht ist eine ganz wichtige Voraussetzung, und das sieht man für mein Empfinden auch sehr deutlich bei den zahlreichen IoT-Anwendungen, die es ja mittlerweile im Markt gibt. IoT ist ja nicht so neu, dass als Voraussetzung in vielen Fällen auf jeden Fall ganz klar der Kundennutzen definiert werden sollte. Also sprich, meine Empfehlung an jeden, der eine IoT-Anwendung entwickeln möchte, wäre die, dass er sich sehr intensiv mit dem möglichst quantifizierbaren Anwender oder auch Kundennutzen auseinandersetzt. Wir haben uns schon lange von dem Zeitpunkt entfernt, wo IoT vielleicht noch als vom Sensor in die Cloud zu verstehen war, also praktisch schon moderner Nachfolger, so ein digitaler Nachfolger alter Telemetrieanwendungen. Wir sind mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo wir im Großen und Ganzen eine sehr hochwertige Anwendung liefern müssen, um überhaupt einen Kundennutzen zu generieren. Das wiederum bedeutet, dass Sie als Entwickler sich Gedanken darüber machen oder als Projektverantwortlicher Gedanken darüber machen müssen, was gehört eigentlich alles dazu an Technologien, wie muss mein Technologiemix aussehen. Sie werden vermutlich KI berücksichtigen müssen, nicht nur in der Cloud, das ist ja schon seit einigen Jahren im Großen und Ganzen recht verbreitet. Sie werden sich auch Gedanken darüber machen müssen, benötige ich für meine Anwendung KI im Endpunkt? Also sprich, muss ich eventuell KI-basierte Endpunkt-Software entwickeln oder KI-basierte Endpunkt-Produkte entwickeln. Sie werden sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen müssen, wie kriege ich das mit Remote-Software-Updates hin, wie kriege ich das mit der Cyber-Security insgesamt hin. Und da haben Sie natürlich, wenn Sie Wireless-IoT-Anwendungen als Hauptziel verfolgen, sehr große Herausforderungen zu lösen. Also Wireless weiß man, da ist im Grunde genommen das Spoofing recht einfach. Ich kann Pakete aufzeichnen und wieder abspielen, und wenn ich als Entwickler nicht die entsprechenden Voraussetzungen getroffen habe, um so etwas zu erkennen, um solche Pakete auszufiltern, habe ich sicherlich eine Anwendung, mit der ich irgendwann Probleme bekommen werde. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, dass Wireless-Anwendungen sehr leicht zu stören sind. Der berühmte Jammer, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist es vielleicht in der Tagespresse aufgefallen, momentan haben wir im Norden, Sie wissen ja, ich komme aus Norddeutschland, da wird vom sogenannten Baltic Jammer gesprochen. Das ist ein GPS-Störsender, der im Ostseeraum, also sowohl die Luftfahrt als auch die Schifffahrt, beeinträchtigt. Man hat den so ein bisschen verortet. Es ist ein Musterbeispiel, wie einfach eine Wireless-IoT-Anwendung zu bestören wäre. Wenn Sie jetzt eine Anwendung, eine GNSS-Anwendung aufsetzen für eine IoT-Anwendung und darauf setzen, dass Sie jederzeit ein GPS-Signal haben, das muss nicht so sein. Das gilt auch für Ihre Wireless-Datenverbindung in die Cloud. Es kann irgendjemand geben, der Sie bestört. Der muss
keine allzu großen technischen Voraussetzungen mitbringen. An die Gesetze halten muss er sich ja sowieso nicht. Cyberangreifer halten sich nicht an Gesetze, sonst wäre das sehr schwer, solche Aktionen durchzuführen. Insofern ist das ein sehr breites Umfeld, den Kundennutzen in die Mitte stellen, den Anwendernutzen, aber eben auch alle Technologieaspekte so ausleuchten, dass man sagen kann, die Anwendung ist wettbewerbsfähig und die Anwendung ist für beide Seiten, für den Anbieter und für den Anwender letztendlich auch eine Erfolgsgeschichte. Das heißt, Cybersecurity, so ein Störsender ist ja auch schon ein Cybersecurity-Aspekt letzten Endes im weiteren Sinne. Was für Cybersecurity-Aspekte sind da noch zu berücksichtigen bei der Wireless IoT-Anwendungsentwicklung? Zunächst mal ist ein Störsender, also ein Jammer, ist ganz klar ein Denied-of-Service-Angriff, also eine klassische DOS-Attacke, wenn Sie ihn betreiben, weil Sie letztendlich die Anwendung so stören, dass die Dienste, die diese Anwendung erbringen soll, nicht gewährleistet sind. Und das Ganze ist mit minimalem Aufwand notwendig. Also nur mal als Beispiel, wenn Sie hier in dieser Halle sämtlichen Leuten die Nutzung des Mobilfunks unmöglich machen wollen, dann müssen Sie eigentlich nur einen entsprechenden Jammer hier in der Halle platzieren, den Sie für wenige Euro im Internet bestellen können. Natürlich ist das strafbar, aber wie ich schon sagte, ein Cyberangreifer muss sich ja um dieses Thema nicht kümmern. Ansonsten ist das ein sehr, sehr weites Betätigungsfeld. Also Sie können zunächst mal sagen, es gibt die klassischen Cyber-Security-Anforderungen, die Sie auch im drahtgebundenen Internet hätten oder in einem Ethernet-Netzwerk. Sie müssen eben sicherstellen, dass Ihre Endpunkte, dass Sie erkennen, ob auf Ihren Endpunkten eine Schadsoftware installiert wird. Also zum Beispiel, dass Sie einen Secure Boot vorsehen, wenn Sie einen IoT-Endpunkt bauen, der für eine kritische Anwendung genutzt werden soll, wo Sie von vornherein sofort merken würden, wenn da jemand Softwarekomponenten einbringt, die da nicht rein gehören. Sie müssen im Entwicklungsprozess schon entsprechende Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass da kein Code eingebracht wird. Wir haben ja alle in der letzten Woche vernommen, die Meldung in den Tageszeitungen, Deutscher rettet das Internet, den sogenannten XZ-Util-Hack, wo man ja praktisch vorhatte, in eine weit verbreitete kryptografische Bibliothek, die in praktisch jedem Linux-System enthalten ist oder zumindest in den meisten Linux-Systemen enthalten ist, weil sie dort für den SSH-Zugang benutzt wird, einfach einen Backdoor einzubringen. Und das hat man so professionell durchgezogen, also zu dem, zumindest zu das, was im Moment bekannt ist, dass man davon ausgehen muss, dass es ein staatlicher Dienst war, weil das Social Engineering im Vorfeld wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre gedauert hat, um überhaupt so weit zu kommen, dass man auf der Maintainer-Ebene Einfluss nehmen konnte und etwas in diesen Code reinbringen kann. Ich habe dadurch registriert, dass eine statische Code-Analyse im Vorfeld einer IoT-Anwendung auch nicht unbedingt ausreicht, weil hier hätte man das Backdoor nicht gesehen. Also mit anderen Worten, Sie müssen eigentlich den Entwicklungsprozess an der Cybersecurity ausrichten, das eigentliche Produkt selbst natürlich in Bezug auf den Technologiemix. Und Sie müssen es auch über den gesamten Lebenszyklus begleiten, also bis zur Entsorgung, um sicherzustellen, dass Sie eigentlich alles das getan haben, was per se heute dem Stand der Cybersecurity entsprechen würde. Und hinzu kommt, wie eingangs angesprochen, dass Sie natürlich die besonderen Herausforderungen von Wireless berücksichtigen müssen, ne? Dass Sie ein sehr unsicheres Medium haben, dass dieses Medium vielleicht nicht so zur Verfügung steht, wie Sie sich das gedacht haben, also die Funkstrecke, dass es sie bestört werden kann, auch unabsichtlich durch irgendwelche anderen Störgrößen. Und ja, dann in jedem Fall dafür sorgen, dass Sie IoT-mäßig Ende zu Ende denken. Also praktisch vom Datenendpunkt bis in die Applikationen, die letztendlich die Daten, die über viele Stationen gelaufen sind, aus dem Sensor kommen, weiterverarbeitet wurden, mit KI angereichert wurden, dann auch nutzt. Genau, nochmal zum Stichwort KI. Wenn ich sich richtig verstanden habe, macht es einen Unterschied bei der Wireless IoT-Anwendungsentwicklung, ob da KI mit drin ist oder nicht. Welchen Unterschied macht es, beziehungsweise was muss ich da als Entwickler tun, um da KI möglich zu machen, das heißt den Ablauf von KI-Algorithmen oder neuronalen Netzen? Also zunächst mal, es macht auf jeden Fall Unterschied. Da sind dann auch unterschiedliche Ebenen für verantwortlich. Also zum einen
kann man sagen, wenn Sie KI in eine Anwendung einbringen, haben Sie es mit einmal ja mit ganz anderen gesetzlichen Regularien zu tun. Also KI befindet sich ja in der Phase, dass gesetzliche Regularien zu erkennen sind. Mit KI kann man sehr viel Schaden anrichten, mit KI kann man sehr großen Nutzen generieren. Das ist ja bei jeder Technologie so und insofern wird es da ein Regelwerk geben. Sie müssten sich als Anwender natürlich darauf vorbereiten, dass Sie diesen Regelwerken, die man bisher nur sehr schemenhaft erkennen kann, dass Sie die irgendwann vollständig erfüllen müssen. Das andere ist, dass Sie sich fragen müssen, was soll meine KI im Endpunkt bewerkstelligen, wofür brauche ich die? Da gibt es gerade bei Wireless-Anwendungen sehr, sehr viele Anwendungen, die denkbar sind. Ich will Ihnen hierzu mal ein Beispiel geben. Mal angenommen, Sie wollen im Großen und Ganzen einen Messvorgang auswerten, in dem, was weiß ich, vielleicht bestimmte Dinge überprüft werden, automatisch durch eine Kamera und sagen sich, ich möchte diese Kameradaten wireless in eine Cloud streamen und in dieser Cloud soll eine KI entscheiden, ob das, was ich da sehe, einem Okay-Zustand entspricht oder ob das einem Fehlerzustand entspricht, also eine Anomalieerkennung. Dann ist die Möglichkeit eins, wie ich eben schon sagte, Sie können diese Daten in eine Cloud streamen. Jetzt kann es Ihnen bei einer Wireless-Anwendung passieren, dass Ihnen die Praxis sagt, erstens hast du nie genug Bandbreite und zweitens hat diese Idee eventuell sehr hohe Kosten zur Folge, Betriebskosten, weil Sie halt jede Menge Daten streamen und insofern kann es dann passieren, dass Sie als Entwickler darüber nachdenken müssen, wie kann ich das, was ich da eigentlich erkennen soll, diese Anomalie, wie kann ich das direkt im Endpunkt klassifizieren, sodass ich eigentlich nur noch den Zustand übertrage. Also sprich, das, was ich da sehe, ist okay oder das, was ich da sehe, ist nicht okay. Was ja, wie Sie mir sofort zustimmen werden, deutlich weniger Daten zur Folge hätten, die über den Kanal müssen. Und insofern müssen Sie sich dann natürlich die Frage stellen, welche Voraussetzungen in der Hardware muss ich dann schaffen? Brauche ich einen KI-Beschleuniger, weil ich diesen Vorgang mehrfach pro Sekunde machen muss? Oder kann ich das mit meiner normalen Hardware durch eine softwarebasierte KI-Lösung nachträglich implementieren? Die neuronalen Netze, die Sie angesprochen haben, wären da ein Aufhänger. Sie müssen bewerten, wie komplex wird das Netz, was ich für die Bewerkstelligung dieser Aufgabe brauche? Wie lange dauert eine Inferenz, also die Klassifizierung eines Vorgangs mit einem neuronalen Netz beispielsweise, also KI-basiert im Endpunkt? Und. Da kommen halt noch einige andere Aspekte hinzu, logischerweise auch die Spannungsversorgung. Wenn dieser Sensor jetzt batteriebetrieben ist, gut, dann hätte er beim Streamen, muss ich zugeben, auch gewisse Nachteile. Also ein sehr großes und sehr breites Thema, aber trotz alledem mit sehr großen Nutzen verbunden. Also wenn Sie sich mal ausmalen, was alles möglich wird, wenn wir die Intelligenz in den Endpunkt packen, auch in Bezug zum Beispiel, um auf dieses eingangs angesprochene Thema Cybersecurity zurückzukommen, Sie könnten den Endpunkt auch so intelligent machen, dass er erkennt, wenn er angegriffen wird. Also sprich, Sie können eine KI ja auch nutzen, um sowas wie so eine Intrusion Detection zu realisieren, was ja in der IT auch schon seit langer Zeit gemacht wird, also auf Serverbasis, auf Workstation-Basis. Das können Sie auch bis auf den IoT-Endpunkt runterbrechen. Ja, und wir haben ja auch in jedem IoT oder Industrial IoT wird man ja in Zukunft auch drahtgebundene Passagen haben. Ich denke, dass das komplett drahtlose IoT noch in ziemlich weiter Ferne liegen wird, wenn es überhaupt kommt. Die Frage ist, wie mache ich jetzt als in der Wireless IoT Anwendungsentwicklung die Verknüpfung zwischen dem Wireless und dem drahtgebundenen Teilen? Also zunächst mal stimme ich Ihnen zu, wir werden immer eine Koexistenz haben. Also eine IoT-Anwendung insgesamt wird aus meiner Sicht immer etliche Medienbrüche aufweisen. Also Wireless-to-Wireless-Medienbrüche, aber auch Wireless-to-Wired-Medienbrüche, also da, wo wir dann ins Kabel gehen. Und insofern denke ich, die totale Wireless-Anwendung, wo nur Wireless zum Einsatz kommt, ist denkbar. Das sind aber wahrscheinlich Nischenanwendungen. Die Masse wird immer irgendwelche Instanzen dazwischen haben, wo dann doch das Kabel eine große Rolle spielt. Insofern müssen Sie auf jeden Fall, ich habe das eingangs aus einem anderen Aspekt schon angesprochen, Ende zu Ende denken.
Sie müssen sich letztendlich eigentlich bei der Konstruktion Ihrer Anwendung fragen, in Bezug auf die Architektur, welche Instanzen wird es geben? Also ich gehe von meinem, nehmen wir mal LoRaWAN als Beispiel, eine LoRaWAN-Anwendung. Sie gehen vom LoRaWAN-Sensor auf einen LoRaWAN-Konzentrator. Dieser LoRaWAN-Konzentrator geht vielleicht über Wi-Fi auf einen Kabelrouter. Dieser Kabelrouter geht ins Internet und ist über Internet, beispielsweise über das Internet, dann mit einer Serverplattform verbunden. Sagen wir mal irgendein Server, Cloud-Server bei irgendeinem namhaften Provider. Dann müssen Sie sich in diesem Fall eigentlich darauf einstellen, dass Sie diesen Weg nicht nur in die eine Richtung benutzen müssen, um letztendlich Daten an den Server zu übertragen, sondern auch in die Gegenrichtung. Das muss von vornherein klar sein, nämlich für die Software-Updates. Wie wollen Sie die sonst in die Sensoren reinkriegen? Und die letzte Frage wäre, wie können Entwickler solche Projekte letzten Endes angehen? Das heißt, wie wäre so ein Ablauf, wie könnte da aussehen, so ein Projektablauf? Also da muss ich zunächst mal sagen, Sie müssen eigentlich immer von einigen Teams ausgehen, die Sie für so ein Projekt brauchen. Also meine minimale Konfiguration wäre, wenn ich so ein Projekt aufsetzen will, ich brauche so etwas wie so ein IoT-Sensor-Team oder so ein IoT-Device-Entwickler-Team, die sich um die Device kümmern. Ich brauche auf der anderen Seite so etwas wie ein IoT-Backend-Entwickler-Team, die sich praktisch um alles kümmern, was mit Cloud, App-Anbindung und so weiter zu tun hat. Insofern, wenn ich mehr als ein Team habe, brauche ich eine übergeordnete Instanz, um diese Teams zu synchronisieren, also ein sehr ausgefeiltes Projektmanagement. Und was natürlich hinzukommt, um bei meinem Eingangspunkt anzuknüpfen, wenn ich den Kundennutzen erreichen will, muss ich natürlich auch irgendwas wie ein Projektmanagement haben, also jemand, der den Kundennutzen so im Auge hat, dass diese Teams am Ende ein Ergebnis realisieren, was diesen Kundennutzen auch tatsächlich liefert. Also mit anderen Worten, Sie brauchen schon eine größere Mannschaft aus meiner Sicht, um eine Ende-zu-Ende-IoT-Anwendung zu realisieren. Wenn Sie sich nur auf eine kleine Komponente konzentrieren, also beispielsweise einen Füllstandssensor für Mülltonnen mit einem REST-API, haben Sie aus meiner Sicht zumindest, sagen wir mal, als europäischer Anbieter kaum noch eine Marktchance. Also Sie sollten das gesamtheitlich sehen, sollten sich die Lösung mit Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen und sollten Ihre Teams so bilden, dass die dann auch dieses Ergebnis wirklich erreichen können. Sie werden auch bestimmte Entwicklungsmethoden brauchen. Test-Driven Development, also TDD, ist letztendlich etwas, was aus meiner persönlichen Perspektive sehr gut zur Entwicklung von IoT-Anwendungen mit mehreren Teams passt, weil man im Vorfeld halt eben erstmal die Testszenarien spezifiziert und letztendlich die Teams nach und nach die einzelnen Details implementieren können, die diese Testszenarien dann final mit der Anwendung ermöglichen. Okay, Herr Walter, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Information. Gerne, ebenfalls vielen Dank.